Ein Imam möchte einer Frau nicht die Hand geben. Muslimische Deutsche leisten große Hilfe bei den Flüchtlingen. Salafisten werben für den Heiligen Krieg. Muslime sind Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Der Islam in Deutschland hat viele Gesichter, wird weltweit aber durch Morde und Terror missbraucht und ist vielen Mitbürgern einfach fremd. Die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, die stellt sich angesichts der vielen Menschen, die gerade aus Syrien zu uns kommen, aber nicht mehr. Aber welcher Islam? Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Phoenix-Runde an unserem Themenabend im Namen des Islam. Und das sind heute Abend unsere Gäste. Ich begrüße Sabatina James, aus Pakistan stammend, in Österreich lebend, ehemalige Muslimin, inzwischen konvertiert zum Christentum und Islamkritikerin. Sie ist Botschafterin der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes und hat den Verein Sabatina für die Gleichberechtigung muslimischer Frauen gegründet. Bei uns ist Kola Mariam Hübsch, Publizistin deutsch-indischer Herkunft, engagiert sich als Muslimin für den interreligiösen Dialog. Und herzlich willkommen Dr. Guido Steinberg, Nahostexperte und Islamwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und Jochen Bittner, Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit, der viel zu dem Thema schreibt. Herzlich willkommen Ihnen. Frau James, Sabatina James ist nicht Ihr richtiger Name und Sie konnten zu uns kommen nur mit Personenschutz. Warum ist das so? Zunächst einmal, ich wurde, nachdem ich vom Islam zum Christentum konvertiert bin, von meiner Familie mit dem Tod bedroht. Danach hat die Polizei Maßnahmen für mich getroffen und ich habe in der letzten Zeit ein paar islamkritische Videos gemacht und mein Team wurde dann von Islamisten bedroht und also die Drohung war dann, achte auf deinen Kopf und schau, dass dein Haus unter Polizeischutz gestellt wird und deswegen habe ich Personenschutz. Die Drohung ging zwar an die Mitarbeiter, aber wir sind ja alle irgendwo auch gemeint. Sind Sie damit ein Einzelfall beim Islam oder als Muslimin? Nein, ich glaube, es gibt tausende Opfer des Islamismus in Deutschland. Und was ich schlimm finde, ist, dass diese Opfer des Islamismus keine Stimme haben und dass die Täter hier bleiben dürfen, selbst wenn sie Gewalt ausüben. Dass ihnen keine Konsequenzen weder vom Staat noch von irgendeiner anderen Seite drohen. Und dass die Opfer keinen Schutz haben, nicht einmal von der Polizei. Sie sagen jetzt aber, Sie sind Opfer des Islamismus. Mhm. Sind Sie auch Opfer des Islam? Also ich glaube, der Islam ist ja ein unbestimmter Begriff. Innerhalb des Islam gibt es verschiedene Strömungen. Wenn ich von dem Islamismus spreche, dann meine ich den ursprünglichen Islam nach den Lehren Mohammeds, wie es in der ersten Generation gelebt wurde, und nicht die modernisierten Formen. Mhm. Frau Hübsch, wenn Sie eine solche Geschichte hören, dass Frau James nicht frei ist, sich zu bewegen, für Sie als Muslimin, was bedeutet das, wenn Sie das hören? Ja, es ist sehr traurig zu hören und das ist auch erschreckend. Wir wissen alle, dass es diese Formen, diese pervertierten Auswüchse gibt. Aber ich glaube, wir können auch als Muslim, bin ich ja gar nicht so weit, dass ich sagen würde, ich leugne die Krise des Islams. Das macht, glaube ich, niemand. Also wir sind uns ja alle einig, dass die sogenannte islamische Welt sich in einer Krise befindet, nicht in Bezug auf ihre Lehren, sondern in Bezug auf die Praxis der Muslime, in Bezug auf das, was in dieser Region stattfindet. Das ist eine politische Krise, über die wir auch sprechen müssen, aber es ist eben auch eine theologische Krise. Nur das Interessante ist ja, dass der Prophet des Islams selbst diese Krise prophezeit hat. Und diese Prophezeiungen sind in der islamischen Welt sehr weit verbreitet. Es sind eschatologische Prophezeiungen, die darauf hindeuten, dass es zu einer solchen Krise des Islams kommen wird. Und das heißt, jemand wie Frau James muss diese Krise aushalten? Nein, eben nicht, sondern dass dann eben auch ein Zeitpunkt kommen wird, wo eine Reform nötig sein wird, aber nicht eine Reform, wie vielleicht Frau James sie fordert oder andere sogenannte Islamkritiker, die nämlich oft fordern, die Glaubenswunder-Mitte müssten in Frage gestellt werden, der Koran müsste verändert werden. Das ist nicht, was ich unter Reform meine, sondern Reform in dem Sinne, dass Muslime reformiert werden müssen und dass über die Auslegung neu nachgedacht werden muss. Und der Prophet hat prophezeit, dass es eben auch eine Zeit kommen wird, wo dann eine Reform auch nötig sein wird. Also dieser Gedanke. Und die Zeit ist Ihrer Meinung nach jetzt. Natürlich, die Zeit ist gekommen. Aber trotzdem darf ich feststellen, dass Sie das, was Frau James passiert, dass Sie das verurteilen. Ah, definitiv. Also jeder rationale, normale, vernünftige Mensch, der ein bisschen Mitleid mit anderen Menschen hat, muss das verurteilen. Und das tun die allermeisten Muslime weltweit. Können Sie das annehmen? Nein, weil ich erstens mal glaube, dass Frau Hübsch als Vertreterin der Ahmadiyya gar nicht für den Islam sprechen kann. Also eine Gruppe, die weniger als 1% des Islam bildet, kann einfach nicht für den Islam sprechen. Wir erklären das gleich nochmal. Ja, ja. Zweitens, auch weltweit werden die Ahmadis ja gar nicht als Muslime betrachtet. Und so wie die Buddhisten an Buddha, die Christen an Christus, so glauben die Ahmadis an die Lehre von Ahmad. Damit sind sie nicht repräsentativ für den Islam, von der Anzahl her nicht und vom Inhalt her nicht. Mhm. Da
haben wir ja jemanden, der uns Nachhilfe geben kann, der sich besonders gut auskennt beim Islam, Herr Steinberg. Was wir jetzt hören, die zwei verschiedenen Ansichten des Islam, dann noch die Gruppe der Ahmadiyya. Erklären Sie uns, was ist der Islam und wie müssen wir ihn verstehen? Naja, der Islam ist zunächst mal eine Religion und Religionen werden immer von Menschen mit Inhalt gefüllt. Deswegen ist es tatsächlich problematisch, über den Islam zu sprechen. Ganz einfach deshalb, weil eben Menschen ihn ausmachen. Und deswegen haben wir es ja auch mit so vielen unterschiedlichen Schattierungen zu tun. Ich glaube, die erste Frage, die wir klären müssen für uns, ist, was wir denn eigentlich meinen, wenn wir über Islam sprechen. Und die meisten Islamwissenschaftler gehen eben davon aus, dass so ein bestimmtes Minimum an Referenzpunkten gegeben sein muss. Bei mir ist das eine Referenz auf den Propheten Mohammed, eine Referenz zum Koran und die Selbstbezeichnung natürlich als Muslim. Und das sind dann eben die Muslime, die sind der Gegenstand der Islamwissenschaft. Und das reicht für mich zunächst einmal. Das heißt dann, dass selbstverständlich auch die Ahmadis zum Islam gehören, wenn sie das wollen. Die Aleviten, wenn sie denn sagen, dass sie Muslime sind, sind das auch. Und die Sunniten und die Schiiten in all ihren ganz verschiedenen Ausprägungen. Die Frage, was denn jetzt guter und was richtiger, was repräsentativer Islam ist, das sollen die Muslime unter sich besprechen. Da werde ich mich auf gar keinen Fall einmischen. Ja, das wäre vielleicht auch wichtig jetzt für unsere Diskussion, dass wir einfach, Sie sind Muslimen, Sie waren Muslimen und dass wir die einzelnen Untergruppen, macht es einfach etwas zu kompliziert. Ich würde gerne noch mal bitte in die Diskussion reinnehmen. Warum ist es denn so schwer, den Islam zu verstehen? Ich glaube, es ist so schwer, den Islam zu verstehen, weil er in seiner Geschichte und bis heute als so vieles gedient hat. Als Religion für die einen, aber auch als Rechtsquelle für viele Muslime bis heute gilt. Also es gibt nicht diese klassische Trennung wie im Christentum zwischen göttlichem Reich und weltlichem Reich. Er wurde auch schon benutzt als ideologisch-politische Kampfkultur im schiitischen Islam. Die iranische Revolution hat ihn so benutzt. Er wurde auch schon benutzt von Said Qutb als anti-westliches Programm, sozusagen als Kodex einer Kultur. Das heißt, es ist genauso schwierig, den Islam zu trennen von einer politischen Dimension, wie es leicht ist, ihn zu verbinden mit einer politischen Dimension. Sehen wir heute wieder beim IS sozusagen. Der Islam lässt sich einfach leicht gebrauchen, missbrauchen, das klingt die nächste Frage, als politische Programmatik. Und es fehlt einfach deswegen diese Unbestimmtheit zwischen Gebrauchen und Missbrauchen. Es fehlt sozusagen der archimedische Punkt. Was ist der eigentliche Islam? Sie haben eben von der Perversion des Islam gesprochen, der Frau James passiert ist. Ich würde Ihnen gerne zustimmen, aber um zu sagen, was eine Perversion ist, muss man zunächst mal bestimmen, was Normalität ist. Und das ist das Problem. Was ist denn der Islam für Sie? Also zunächst einmal, es heißt ja immer wieder so, das, was mir passiert ist, hat nichts mit dem Islam zu tun. Wenn die Gewalt gegenüber Frauen und Nichtmuslimen nichts mit dem Islam zu tun hätte, dann ist es, als würde man sagen, Prophet Mohammed damals und die islamischen Staaten heute haben nichts mit dem Islam zu tun, denn dort gibt es diese Gewalt. Und Mohammed hat die Gewalt gelehrt und praktiziert und die islamischen Staaten tun das heute noch in Form der Scharia. Und gerade in meiner Heimat Pakistan wird man wegen Blasphemie zu Tode verurteilt. Asia Bibi, eine Mutter von 5 Kindern, sitzt seit Jahren wegen Blasphemie im Gefängnis. Wir betreuen gerade eine iranische Familie, wo die Familie zum Christentum konvertiert ist. Der Vater wurde hingerichtet. Das ist iranisches Strafrecht. Also die islamischen Staaten selbst haben eine eigene Menschenrechtserklärung rausgegeben, eine islamische Menschenrechtserklärung. Und diese Menschenrechtserklärung sagt ganz klar, dass Frauen und Nichtmuslime keine richtigen Menschen im rechtlich vollwertigen Sinne sind. Wenn dann natürlich deutsche Islamwissenschaftler ihre Interpretation da geben und sagen, wir sehen Muslime so und so, das ist die eine Sache. Aber ich wünschte mir, Herr Steinberg hätte recht, aber seine Meinung wird ja nicht gehört. Die Meinung von Al-Gardawi ist für viele Muslime entscheidend, denn 40 Millionen Menschen auf Al Jazeera anschauen und der betrachtet die Ahmadis als Nicht-Muslime, so wie auch Pakistan und andere Staaten. Sie dürfen ja nicht mal nach Mekka Hajj machen gehen. Also ich finde, das muss man schon mit sehen, dass die Meinung von deutschen Islamwissenschaftlern in der islamischen Welt nicht wirklich interessant ist. Das ist dem Volk niemand. Ich würde es gerne noch mal für die Zuschauer etwas klarer machen. Frau Hübsch, wo sagen Sie, was ist für Sie der Islam und wie viel hat er mit dem Terror zum Beispiel der IS zu tun? Also ich glaube, es gibt ganz klare Grundlagen
ganz, da ist sich sogar die gesamte islamische Welt so zersplittert und so unterschiedlicher Meinung, die sich bei anderen Themen vielleicht ist, da ist sie sich einig, die Quellen des Islams, das ist, der Koran gilt als Offenbarung, als heiliges Buch Gottes, es ist eben die Überlieferung und Praxis des Propheten. Und da fängt aber schon der erste Unterschied an, also was, es gibt einige, die sagen, die berufen sich auf Überlieferungen, die aber im Widerspruch zum Koran stehen. Und das ist der erste Punkt, wo ich sagen würde, die Überlieferungen, die dem Koran widersprechen, die müssen abgelehnt werden. Also Frau James hat eben zum Beispiel ein Beispiel gebracht, Blasphemie und Apostasie, das ist in der Tat ein großes Problem. In etwa die Hälfte der sogenannten islamischen Länder haben die Todesstrafe auf Apostasie formuliert. Apostasie heißt, dass man, den Glauben ablegt. Keine Glaubensfreiheit in diesen Ländern. Und da ist, was unsere, und zum Beispiel der vierte Kalif unsere Gemeinde getan hat, und das ist ein ganz springender Punkt, er hat anhand der islamischen Quellen, also das ist jetzt keine Meinung, die privat irgendwie geäußert wird, sondern er hat anhand des Korans, anhand der islamischen Quellen, anhand der Sunna des Propheten, anhand seiner Überlieferung, seiner Praxis nachgewiesen, dass dieser theologische Standpunkt nicht haltbar ist. Und ich glaube, das ist der Diskurs, den wir führen müssen. Sie haben ja recht, dass in der islamischen Welt es keine freie Meinungsäußerung möglich ist. Da gibt es eine Staatstheologie, da gibt es Zensur, da sind Meinungen wie meine, die der Ahmadiyya Muslim Jamaat, die wird zensiert. Aber in Deutschland, wo wir ein anderes Klima haben, wo wir diese Diskurse führen müssen wir diesen innerislamischen Diskurs auch führen. Und da dann geht es setzen darum. Sie mal das, was Sie hier sagen, auch wirklich in Ihren Gemeinden um. Weil gerade auf der Fahrt hierher, mich hat ein Pakistaner zum Flughafen gebracht und er ist befreundet mit einem Ahmadi. Dieser Ahmadi hat einen Sohn, der ist 19 Jahre alt, der hat sich entschieden, eine Europäerin zu heiraten. Daraufhin ist er von seinem Vater mit dem Tod bedroht worden, der ist von der Familie geflüchtet. Und der Vater wurde von der Ahmadiyya-Gemeinschaft so extrem unter Druck gesetzt. Und das ist nicht das erste Mal. Sie reden sehr eloquent, und das ist auch großartig, aber wissen Sie, mit dieser Eloquenz verharmlosen Sie auch oft die Seite der Opfer. Und die Opfer, die es in der Ahmadiyya-Gemeinschaft gibt, die kommen dann sehr oft zu uns und sie berichten von Kopftuchzwang, sie berichten von Gewalt innerhalb der Gemeinde auch. Ja? Ich kenne genügend Asylanten, die von der Ahmadiyya-Gemeinschaft, und ich habe das in meinem Buch ja detailreich dargestellt, diese eidesstaatliche Erklärungen von Gewalt, die in den Ahmadiyya-Gemeinden ausgeübt wird. Die Zentrale aus Frankfurt hat zum Beispiel sehr oft Mädchen angerufen, die bei uns Zuflucht gefunden haben. Wenn sie einen deutschen Freund gehabt haben, dann wurden sie von der Gemeinde diszipliniert. Und das haben wir persönlich mitbekommen. Meine Mitarbeiter können Ihnen das erzählen. Und das ist die Zentrale aus Frankfurt. Und die Leute kennen Sie dort. Ja? Also ich finde, da warum muss man machen Sie da nichts gegen? Ja, ich muss zunächst einmal festhalten, dass das alles nicht belegbare Behauptungen sind, die jetzt so in den Raum geworfen werden. Ich meine, der Muslim-Jamaat hat... Würden Sie denn sagen, dass Frauen bei Ihnen gleichberechtigt sind? Und die ja, selbstverständlich. Man muss schon zwei Dinge hier klarstellen, weil diese Vorwürfe einfach jetzt im Raum sind. Der Muslim-Jamaat ist die einzige Gemeinschaft in Deutschland, der einzige muslimische Verband, der den Körperschaftsstatus erhalten hat und das nicht ohne Grund. Natürlich wird er genau untersucht und überprüft. Und das, was ich vielleicht allgemein, um mal auch wegzukommen von dieser Gemeinde an sich, das Problem, was Sie angerissen haben, ist ein grundsätzliches. Es geht nämlich darum zu unterscheiden zwischen der Lehre und der Praxis. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, alle Muslime sind super aufgeklärt und alle Ahmadi-Muslime leben ein gleichberechtigtes Miteinander, genauso wenig wie eben auch alle Christen das nicht tun. Wir haben viele Christen, die in Gefängnissen sitzen, weil sie straffällig und kriminell geworden sind. Und ich würde nicht behaupten, das hätte etwas mit der christlichen Lehre zu tun. Ja, Sie töten und auch das möchte ich eben gerne auch von Ihnen, dass Sie diesen Unterschied machen. Es gibt Ahmadi-Muslime, die vielleicht irgendetwas getan haben, was nicht rechtens ist. Aber das der Gemeinde und der Lehre vorzuwerfen, das passiert ja auch mit dem Islam, das ist nicht rechtens. Aber also muss man schon unterscheiden. Aber der Terror des islamischen Staates geschieht im Namen des Islam. Richtig. Ja, das ist schon so. Und dagegen müssen wir vorgehen. Und dagegen müssen wir aber auch argumentieren. Aber wie? Ja, ich glaube, es ist aber auch eine politische Frage. Ja, wir haben ja, also da schließe ich auch uns Journalisten ein, uns Wissenschaftler ein. Wir haben nach dem 11. September 14 Jahre lang immer wieder gesagt, wir müssen ganz strikt trennen zwischen Islam und Islamismus. Ich halte das mittlerweile für falsch. Wir müssen die Gemeinsamkeiten aufzeigen und klar ansprechen, dass es einen geraden Weg geben kann vom Islam in den Islamismus, einen bruchlosen Weg. Und Aufgabe der islamischen Gemeinden, finde ich, ist nicht dafür zu sorgen, sich ständig zu distanzieren vom Terrorismus, sondern so einen Bruch herzustellen. Da bin ich übrigens und das ist bisher, Ihnen. Ja, ich weiß, ja. Ich finde es auch toll, was Sie über die Reform des Islam sagen. Ich frage mich nur, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage an Sie, wenn es diesen Bruch gibt, sozusagen die nicht mehr Politisierbarkeit des Islam oder den Islam sozusagen pluralismusfähig zu machen, hat er dann noch dieselbe Anziehungskraft für die Gläubigen? Denn ein großer Teil der Anziehungskraft des Islam beruht ja darauf, dass er ein umfassendes Regelwerk für das ganze Leben vorgibt. Für ihre Kleidung,
für ihr Privatleben. Und solange das so ist, frage ich mich, ob er in einer säkularen, pluralistischen Gesellschaft bestehen kann. Ich denke schon, weil die Anziehungskraft des Islams besteht nicht darin, dass man formal irgendwelche Gebote einhält, sondern die Anziehungskraft besteht darin, dass es eine spirituelle Religion ist, die den Einzelnen zu Gott führt. Es ist eine, dass der Einzelne eine Möglichkeit hat, eine sehr lebendige Beziehung zu Gott auch zu führen. Und das, was aber passiert im Moment, was wir auch, wenn wir an den islamischen Staat zum Beispiel denken, dass es da diese Vermischung gibt. Also der islamische Staat, diese Krise, die dort ausgelöst wird, ist ja nicht eine rein theologische. Da wird die Religion benutzt, es ist ein Vehikel, aber wir müssen schon die Rahmenbedingungen betrachten. Da würde ich gerne Frau James noch fragen. Die sind politisch motiviert. Würden Sie denn sagen, das ist eine politische Geschichte oder ist es durch die Religion bedingt? Dadurch, dass es im Islam keine Trennung von Religion und Staat gibt, kann man gar nicht sagen, das ist politisch oder religiös, sondern das ist beides. Für den Islam hat von Anfang an der Staat gesprochen. Und an der Stelle des einen ursprünglichen islamischen Staates ist die islamische Staatengemeinschaft getreten. Und was ich hier ein bisschen schade finde, ist, ich glaube, das Problem des fundamentalistischen Islam, wie bei ISIS, ist im Wesentlichen das Fundament des Islam. Und ich finde, wir haben über die Reform gesprochen. Ich finde, das ganze Thema dieser Sendung ist reformhindernd. Wenn man sagt, die missbrauchte Religion, dann setzt man ja voraus, dass das Fundament der Religion an sich okay ist und dass man den Islam gar nicht ändern muss. Und das stimmt ja nicht. Mohammed wird als Beispiel angeführt, als moralisches Vorbild. Das sehen Sie genauso wie alle anderen Muslime auch. Mohammed, wenn man Mohammed zum Vorbild nimmt, züchtet man Gewalt. Das heißt, man kann seinem Beispiel nicht folgen. Er hat über 800 Juden enthaupten lassen. Er hat in 7 Fällen die Ermordung seiner Kritiker. Also Sie sagen, die Gewalt ist im Islam begründet und es geht gar nicht anders. Es gäbe keine Möglichkeit, einen friedlichen Islam zu leben? Jedenfalls bekommen wir einen friedlichen und gemäßigten Islam nicht durch Leugnen oder Lügen, sondern durch Reformieren. Und die Reform, das überlasse ich natürlich der etablierten Theologie und das ist nicht meine Aufgabe als Ex-Muslimin. Und ich denke, auch gerade die Ahmadiyyas können eigentlich über die Reform des Islam gar nicht sprechen, weil sie gar nicht dazugehören. Herr Steinberg, wie reformierbar ist der Islam? Das entscheiden die Muslime selbst. Und selbstverständlich gehören die Ahmadis zu den Muslimen. Wenn sie das wollen und wenn sie sich, wie sie das tun, auf den Koran und auf den Propheten beziehen. Und sie sind sicherlich auch eine der Gemeinden und deswegen haben sie tatsächlich diesen Körperschaftsstatus bekommen, der geprüft wurde, mit denen wir sehr, sehr gut klarkommen können hier in Deutschland als deutsche Muslime. Ich glaube aber auch, dass bei ISIS und bei Al-Qaida mit diesem Terminus der missbrauchten Religion etwas zu schnell an der Hand sind. Diese Leute befinden sich nun in einer Tradition. Das ist eine Minderheitstradition in der islamischen Welt, aber eine, die seit dem 18. Jahrhundert enorm an Stärke gewonnen hat, die ihre Wurzeln hat und deren Vertreter, meine ich, auch zu Recht behaupten, dass sie fromme Muslime sind. Ich halte Osama bin Laden für einen höchst frommen Muslim. Bei Baghdadi bin ich mir nicht so ganz sicher, aber auch da gibt es einige Hinweise darauf. Und auch bei den vielen Dschihadisten ist das so. Ich glaube aber, dass wir dann trotzdem in diesem Rahmen ganz genau trennen müssen. Wir haben die Dschihadisten, die müssen wir bekämpfen. Vielleicht müssen wir die sogar töten, wie Al-Qaida und ISIS. Wir haben die Islamisten, die sicherlich ein politisches Problem sind, gerade wenn sie hier in Deutschland leben und nicht in Saudi-Arabien. Und wir haben so und so viele Muslime, die einfach durch ihre alltägliche Praxis zeigen, dass sie überhaupt kein Problem aber sind. Aber das ist ja gerade das Problem, dass so vieles durcheinander geht. Wir können sie tatsächlich an so ein paar Dingen messen, die ein Problem sind. Das Stichwort ist hier schon gekommen, das Apostasieverbot. Das ist auch für viele konservative Muslime ein Problem. Dass man die Religion eben nicht verlassen kann. Dass man die Religion auch nach orthodoxer Ansicht nicht verlassen kann. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, das müssen wir Muslimen abverlangen. Und das leisten ja auch einige Muslime hier, dass sie sagen, selbstverständlich kann der Muslim zum Christen werden. Ja. Das sagt zum Beispiel der Zentralrat der Muslime, der hat damit immer so ein kleines Problem. Ich würde ganz gerne mal, dass wir nicht so eine innermuslimische Debatte jetzt zu viel bekommen, sondern wirklich auch mal denken, was viele Bürger ja bewegt. Ich habe das ja am Anfang gesagt, dass der Islam so viele Gesichter hat und dass da vieles durcheinander geht. Wie, Frau Hübsch, nehmen Sie Menschen, die Angst vor dem Islam, weil viele, gerade wenn viele Flüchtlinge kommen, sagen, wir befürchten zum einen, dass Terroristen kommen und wir befürchten auch, dass Menschen kommen, die nicht zu uns passen, weil sie bestimmte Werte nicht anerkennen.
Ich glaube, ein wesentlicher Faktor, das sehen wir auch an vielen Studien, die untersuchen, woher kommt die Angst vor Muslimen, ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir einen Kontakt zu Muslimen herstellen. Also in dem Moment, wo Menschen persönliche Erfahrungen mit Muslimen haben, wo sie Muslime kennenlernen, wo sie merken, das sind normale Menschen, die haben gewisse Werte und das sind durchaus auch Werte, die im Islam angelegt sind, ähnlich wie im Christentum und im Judentum, wo es um Selbstlosigkeit geht, wo es um Nachbarschaftlichkeit und Solidarität mit Armen und Schwachen geht. Das sind Werte, die veranlagt sind in den Religionen, und wenn die Menschen Kontakt haben zu Muslimen und merken, das sind Menschen wie du und ich, dann sind ganz viele Ängste schon mal abgebaut. Ja, aber wenn dann Frau Klöckner die von der CDU, ja, die Erfahrung macht, dass ihr nicht die Hand gegeben wird, dann das hat sie nicht so den Eindruck, dass es ein Mensch wie du und ich. Dann hat sie das Gefühl, das ist jemand anders, der meine Werte hier in diesem Land nicht akzeptiert. Ich glaube, da gibt es auch diese klassischen kulturellen Missverständnisse. Also das mit dem Handgeben ist so ein sehr schönes Beispiel dafür, weil eben, wir haben jetzt lange darüber diskutiert, warum wird nicht die Hand gegeben, es wird als Affront verstanden. Im islamischen Kulturkreis ist es aber kein Affront, es ist einfach die Praxis. Aber wer muss sich wem anpassen? Das ist doch die Frage. Ja, wer muss sich wem anpassen? Ich glaube, es gibt da zwei Dinge. Zum einen natürlich muss man sich immer in die Aufnahmegesellschaft integrieren und muss sich anpassen. Aber es gibt bestimmte Grenzen. Wir haben zum Beispiel die Religionsfreiheit. Also wenn man von mir verlangen würde, ich müsste mich mit meiner Kleidung anpassen, dann tue ich das ein Stück weit natürlich. Aber ich möchte trotzdem das Recht haben, ein Kopftuch zu tragen. Wenn jemand das jetzt als seine Praxis versteht, Menschen des anderen Geschlechts nicht die Hand zu geben, dann ist es jetzt kein Gebot des Korans. Aber er muss sich verständlich machen und er muss ins Gespräch kommen. Entweder macht er das, erklärt, dass es nichts damit zu tun hat, dass es irgendwie um Frauenverachtung geht. Das ist ja ein Missverständnis, was in der Luft liegt. Sondern er erklärt, warum er das nicht tut. Oder er meidet solche Situationen. Ich würde gerne mal Ihre Meinung dazu hören. Was ganz banal bei diesem Beispiel, weil es jetzt so viel diskutiert worden ist, des Handgebens. Also ich denke, über die Hand geben könnte man noch leichter diskutieren, wenn es daneben nicht die tausenden Zwangsheiraten und Ehrenmord gäbe und die tausenden Opfer. Und wir betreuen ja auch viele dieser Opfer. Und das mit dem Kopftuch und mit der Hand geben ist ja auch eine Apartheid, ein Zeichen für Apartheid. Ich bin in eine Koranschule, in einer Madrasa in Pakistan gegangen, und unser Lehrer saß immer hinter einem Vorhang, weil Mann und Frau nicht sich in die Augen schauen dürfen. Und sie sagt, das hat jetzt einfach kulturelle... Nee, das ist gar nicht. Ja, aber man muss sich verständlich machen. Also ich glaube, es hat etwas mit der Sexualität der Frau zu tun. Die Frau wird als eine Versuchung gesehen. Deswegen, das haben wir in der Koranschule auch so gelernt, eine Frau muss sich verschleiern, damit der Mann durch ihre Sexualität nicht in Versuchung gerät. Deswegen muss sie auch ihr Kopftuch tragen. Und ich habe etwas dagegen, als Sexobjekt abgestempelt zu werden. Und ich denke, diese Art von Begründungen, die werden Sie nie in Pakistan finden. Fragen Sie mal in Pakistan jemanden, warum man sich nicht die Hand geben darf. Natürlich, es ist ein Zeichen der Geschlechterapartheit und nicht, wie Sie das jetzt nun gerade erklärt haben. Warum, Herr Bittner, warum regen Sie uns solche Debatten immer so auf? Ja, weil es um Identität geht, um das, was wir glauben, unsere Gesellschaft ausmacht und unsere Werte. Und ich finde, das ist auch eine Herausforderung, die uns jetzt die Flüchtlinge mitgeben. Wir werden neu lernen müssen, darüber zu reden, wie wir solche Identitäten begründen. Sie sollen ihr Kopftuch tragen, aber ich werde Ihnen auch sagen, dass ich es nicht angenehm finde. Weil für mich das Signal ist, dass Sie als Muslime behandelt werden möchten als erstes. Und das finde ich für mich schon mal, das ist zunächst mal eine Zumutung, die Sie anderen auferlegen. Das ist in Ordnung. Aber Sie werden ertragen müssen, dass man Ihnen das sagt. Genauso, wenn mir eine Frau nicht die Hand gibt, werde ich ihr sagen, ich halte das für unhöflich, ich halte das für rückständig, weil dir wird nichts passieren, wenn ich dir die Hand gebe, du wirst nicht unrein dadurch. Wir müssen einfach, finde ich, einen Ton finden, in dem sowas möglich ist, auszusprechen. Ja, in Respekt, aber nicht sozusagen im falschen, heuchlerischen Respekt. Das haben wir vielleicht zu lange getan. Ich finde es jetzt schon schwierig, wenn jetzt in der Luft liegt, dass es... Es sind oft solche Missverständnisse und Vorurteile, die, glaube ich, in der Luft liegen. Also es ist ja nicht so, dass die Frau dem Mann nicht die Hand gibt, weil sie irgendwie denkt, sie wird dadurch unrein oder umgekehrt. Es geht hier um ein ganz allgemeines Verhaltensauftreten. Es geht um Geschlechterapartheit. Nee, das Verhalten darum, ist anders, als es in unserer Gesellschaft ist. Und wenn die Muslime Teil unserer Gesellschaft werden wollen, warum nehmen sie dann nicht Verhalten an? Nee, man muss schon schauen, wo man Abstriche macht. Und da gibt es eben bestimmte Grenzen. Also natürlich kann man von
Muslimen, die sich hierherkommen, verlangen, dass sie sich so im großen Teil integrieren. Aber in dem Moment, wo sie keinen Gesetzen widersprechen, keine Gesetze verstößen, und im Gegenteil, sie haben das Recht auf Religionsfreiheit, das mag eine Zumutung sein, das mag dem einen oder anderen nicht gefallen. Deswegen wäre ich immer dafür, dass man das Gespräch sucht und sich erklärt. Zum Beispiel das bei dem Handgeben. Wir brauchen das gar nicht so zu traumatisieren. Ich würde das jetzt gar nicht mehr so gerne weiter aber ausführen. Auch mit beim Kopftuch geht es eben nicht um das, was hier im Raum steht. Die Frau, ich bin ja ganz bei Ihnen, ich möchte auch kein Sexualobjekt sein. Und das sind so Debatten, die über den Islam geführt werden. Aber wir haben ja hineinprojiziert aus dem Islam. Also viel einfach hineinprojiziert wird, womit sich Muslime aber nicht identifizieren. Herr Steinberg, wie empfinden Sie das, wenn immer über diese Dinge, also wenn es an diesen Symbolen immer festgemacht hat, sind es Symbole oder ist es einfach dann doch viel mehr? Sagt dieses Handgeben, das Kopftuch genau, was über die Stellung der Frau, mit der viele in unserer Gesellschaft einfach ein Problem haben? Ich glaube, es sagt sehr, sehr viel über uns aus, aber weniger über die Leute, über die wir reden. Ich muss gestehen, ich sehe das nicht als Zumutung, überhaupt nicht. Und ich bin auch daran gewöhnt, dass Frauen mir nicht die Hand geben. Es ist vielmehr ein Gebot der Höflichkeit, wenn man mal in der arabischen Welt länger gelebt hat, dass man eben einer Frau nicht immer direkt seine Pranke hinhält. Was gilt aber denn dann, wenn man länger in der deutschen Gesellschaft lebt, als ohne Höflichkeit? Ja, aber ich meine, sehen Sie, wir leben in Berlin. An Unhöflichkeiten, glaube ich, sollten wir uns hier lange gewöhnt haben. In Hamburg. Der Kern des Ganzen ist, ich sehe darin tatsächlich kein Problem, weil das sind Aspekte der persönlichen, religiösen Lebensführung, die ich so akzeptiere. Der Herr Bittner wird das auch so tun am Ende, er wird das akzeptieren. Natürlich akzeptiert das, beispielsweise eine Burka zu tragen. Was ich nur sage ist, wir werden uns darüber streiten können müssen. Das sollten wir lernen. Ja, und nach den wirklichen Problemen, weil ich glaube auch, man kann als Frau damit leben, dass einem ein Mann nicht die Hand gibt, solange man das Gefühl hat, man hat irgendwie zumindest noch die gleichen Rechte. Deshalb würde ich ganz gerne mal nach Ihrer Erfahrung jetzt fragen. Wir haben jetzt viele Flüchtlinge bei uns mit einem anderen Hintergrund. Frau James, was sind jetzt Ihre Erfahrungen mit Frauen? Was hören Sie von den Frauen in den Flüchtlingslagern? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir kennen eine Frau, die zwangsverheiratet wurde und sie hat gegen die Gewalt des Mannes angekämpft, hat ihn auch immer wieder gemeldet. Dann hat die Polizei es eben dem Mann verboten, sich dem Haus zu nähern und sie hat auch geschafft, dass er war auf Asyl da, abgeschoben wurde. Jetzt ist er durch die Flüchtlingswelle wieder zurückgekommen und sie ist jetzt nicht der einzige Fall. Wir haben Frauen, die von ihren Familien flüchten, also es ist bundesweit ein Problem und diese Frauen bekommen vom Staat keinen Schutz. Und hier ist, glaube ich, das erste Problem, dass wir keinen Opferschutz haben für die, die sich wirklich integrieren wollen. Das heißt, die Integrationswilligen und die Opfer des Islamismus werden im Stich gelassen, während man Islamkonferenzen und alles Mögliche hat. Ich würde mir vielleicht mal eine Opferkonferenz wünschen. Was sind denn die Probleme der Opfer? Wir haben jetzt auch eine junge Dame, die jetzt gerade hier auch in Berlin lebt. Sie ist auch zu uns gekommen. Sie war homosexuell, Familie wollte sie zwangsverheiraten. Und bei ihr war es zum Beispiel so, dass die Tante in einer Bank gearbeitet hat und über die Bank hat sie herausgefunden, wo das Opfer sich aufgehalten hat und hat dann quasi das der Familie verraten. Das heißt, nicht einmal da, an solchen Stellen kann man sich mehr darauf verlassen, dass man geschützt ist, weil die Loyalität innerhalb der Gemeinschaft immer höher ist als Loyalität zum Opfer. Und ich persönlich muss sagen, ich bin aus Pakistan geflüchtet in der Hoffnung, in Deutschland, in Europa die Menschenrechte als Frau wahrnehmen zu können. Und die Erfahrung mache ich, dass es hier auch nicht mehr geht und dass Europa Solidarität zeigt, aber mit den Falschen, nämlich die uns unterdrücken und die aber ganz verfolgen. Konkret, wo zeigt die Bundesregierung Solidarität mit denen, die sie unterdrücken? Indem man zum Beispiel Formulierungen nimmt, in denen man zum Beispiel sagt, wir müssen differenzieren, aber dann differenziert man nicht zwischen demokratischen und undemokratischen Muslimen und lässt diejenigen, die Gewalt ausüben und lehren, auch hier leben, ohne Konsequenzen. Wir haben Menschen, die hier in Moscheen zu Gewalt aufrufen, zum Schlagen der Frau aufrufen und es passiert ihnen gar nichts. Ich finde, diese Menschen müssten wieder zurückgeschickt werden. Würden Sie das beurteilen? Das so? Ich hoffe, dass wenn das beobachtet wird und in einschlägigen Moscheen ist der Verfassungsschutz ja auch unterwegs und dass das dann berichtet wird und das ist natürlich eine Straftat. Aber dann muss man die zurückschicken. Warum? Also wir haben irgendwann einen Überwachungsstaat bei der Zahl von Islamisten, die auf uns zukommt. Wir haben über 40.000 Islamisten in Deutschland, die jederzeit Gewalt ausüben können. Und ich frage mich, was spricht dagegen, wenn man diese Menschen wieder in die islamistischen Länder zurückschickt? Weil sie teilweise auch... Ja. Weil sie teilweise deutsche Staatsbürger sind. Dann muss man eine bessere Strafverfolgung.
Schlussfolgerung machen. Man kann die Moscheen abhören. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Also, dass man durchaus kontrolliert, was wird in den Moscheen gepredigt. Also, das finde ich nicht falsch. Dass es da auch eine Pflicht gibt, natürlich die Predigten so zu gestalten, dass sie zunächst einmal auf Deutsch sind und dass sie natürlich dem Grundgesetz nicht widersprechen. Also, das sollte Konsens sein. Das sind ja so minimale Forderungen, die man stellen kann. Aber zu unterstellen, das wäre hier ein großflächiges Problem, das halte ich doch dann schon für leicht übertrieben. Also, es gibt bisher eine Studie vom Bundesinnenministerium, wonach es tausende Islamisten gibt. Die Polizei ist völlig überfordert. Wir haben Gebiete in Berlin, wo man nicht einmal mehr hineingehen darf. Die Berliner Richterin Kirsten Heisig hat da ein eindrückliches Buch darüber geschrieben, das Ende der Geduld, und hat da beschrieben, wie Bandenkriege schon auf deutschem Boden da sind. Es gibt viele Studien, die einen ganz starken Hinweis darauf geben, dass ein wichtiger Faktor, um präventiv vor dem Terrorismus auch zu schützen, dass da die Moscheegemeinden eine große Rolle spielen, weil man weiß, dass muslimische junge Menschen, die religiös sozialisiert sind, nicht anfällig sind für Radikalisierung und Extremismus. Ja, natürlich, man weiß, dass all diejenigen, die sich haben rekrutieren lassen nach Syrien, dass die das nicht aus religiösen Häusern kommen, nicht aus religiösen Elternhäusern kommen, dass es oft junge Menschen waren, deren säkularen Lifestyle gelebt haben, die haben Alkohol getrunken, Drogen genommen, sind auf Partys gegangen und haben sich später sind direkt in den Dschihadismus hineinkonvertiert. Das klingt so ein bisschen so, als wollten sie die Verantwortung vom Islam ich glaube, dass der Islam eine Art Partner sein kann, dass man sozusagen, dass es mehr Religionen präventiv schützend wirken kann und wir die Religion gar nicht verteufeln müssen, sondern ein fundiertes Wissen über die Religion kann schon auch hilfreich sein, um zu schützen, dass die jungen Menschen sich nicht auf solche Rattenfänge einlassen. Bringen wir die Zahlen erst in Ordnung? Das mit den 40.000 Islamisten, das ist wirklich Unsinn. Das sind diejenigen, die in islamistischen Organisationen wie zum Beispiel dem Zentralrat der Muslime, Miligürisch und so weiter organisiert sind. Aber das sind alles keine gewalttätigen Organisationen. Die mögen problematisch sein, aber sie sind nicht gewalttätig. Wir haben so etwa mit 1.000 bis 2.000 Dschihadisten hier in Deutschland zu tun. Dazu kommen andere Organisationen, die Anhänger haben, jeweils so im Bereich dreistellige Zahl. Und wenn wir uns dann aber angucken, wer darunter geht, dann muss man feststellen, dass das Profil nicht eindeutig ist. Es sind viele dabei, die schon aus religiösen Elternhäusern kommen, und zwar aus islamistisch-religiösen Elternhäusern kommen, bis hin zu denen, die tatsächlich innerhalb von 1-2 Monaten, die erst konvertieren und innerhalb von 1-2 Monaten in diese Szene rutschen. Wir haben mittlerweile eine sehr, sehr große Szene derjenigen, die nach Syrien gehen. Aber es ist natürlich richtig, dass in dem Moment, in dem die in anderen Traditionen unterwegs sind, in nicht-islamistischen Traditionen, in einem starken konservativen Islam, türkischer Prägung, arabischer Prägung, bei den Ahmadis, bei den Aleviten, dass sie dann natürlich keine Gefahr besteht, dass sie dort runtergehen. Mhm. Und wir müssen uns schon überlegen, in welchem Maße muslimische Organisationen auch Partner sein können. Mhm. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, aber ich denke, die Ahmadis können das sein, die Alevis können das sein und auch einige sunnitische Organisationen. Und ich glaube, dass die vielen 10.000 Flüchtlinge, die jetzt kommen, dass die auch eine Chance sein können, gemeinsam den Islam zu modernisieren in Deutschland, wenn das geschickt angestellt wird. Aber wer muss es anstellen? Wir haben ja doch aus den Fehlern der letzten 40 Jahre bei der Integration oder beim Entstehen von Parallelgesellschaften in Deutschland hoffentlich was gelernt. Und das ist, dass wir eben mit falscher Toleranz Probleme nicht beseitigen, sondern sie noch schlimmer machen. Und ich glaube, die Lektion sitzt tief. Und wenn wir es jetzt schaffen, auf eine angemessene Art unsere Werte zu vermitteln, die auch attraktiv wird, die nicht chauvinistisch wirkt oder von oben herab. Aber dann lassen Sie uns dann mal noch konkret mit, machen. Was wären denn dann Frau die Werte? Zu sagen, es gibt ja mehrere Reformer. Ja. Im Islam in Deutschland. Das sind nicht nur die Ahmadiyya. Es gibt ja viele, die sagen, wir müssen den Islam endlich zweifelsfrei vereinbar machen mit dem liberalen, pluralistischen Rechtsstaat. Die gibt es. Und die jetzt in die Pflicht zu nehmen, richtig, keine Scharia, jetzt in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, wir dürfen jetzt nicht mehr dasselbe Laissez-faire üben, wie wir das vor 30, 40 Jahren noch gemacht haben. Mhm. Das, finde ich, ist die große Chance. Mhm. Ich möchte noch mal auf die Zahl kommen, weil er ja gesagt hat, das wäre ein Unsinn. Das ist kein Unsinn. Ich sehe, es kommt oft darauf an, wie man den Begriff Islamist definiert. Für mich ist ein Islamist nicht nur derjenige, der es irgendwelche Andersgläubigen tötet, sondern für mich ist ein Islamist auch derjenige, der seine Frau schlägt und einen Ehrenmord tut und so weiter. Und diese haben wir weltweit sehr viele Islamisten. Ja, natürlich. Nein, es gibt, das Thema Frauenschlagen ist ein globales Phänomen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einem epidemischen Ausmaß, was Gewalt gegen Frauen angeht. Dann haben wir weltweit aber Millionen Islamisten. Aber bei uns sind nur nicht unter muslimischer Flagge. In Deutschland wurde erst 1997 die Vergewaltigung in der Ehe strafbar gestellt und dazu wurde bei der CDU sogar der Fraktionszwang aufgehoben. Also auch das hat lange gedauert, bis wir in unserer Gesellschaft... Aber es ist keine Entschuldigung. Ich sage
Ich sage nur, es gibt auch, also auch wir waren nicht immer so aufgeklärt, wie wir uns jetzt geben teilweise. Ja. Und jetzt, ich würde jetzt aber einfach gerne mal nach vorne schauen, wie Herr Bittner das gesagt hat. Wenn wir jetzt, wenn wir sagen, die vielen Flüchtlinge, die jetzt kommen, sehen Sie darin auch eine Chance, dass man sagt, die kommen in diese Gesellschaft und was müssten wir dafür leisten, damit es einen aufgeklärten Islam geben kann? Ich glaube, alles Entgegenkommen der deutschen Gesellschaft kann nicht reichen, wenn diejenigen, die hierher kommen, das Gefühl haben, sie dürfen hier bleiben, selbst wenn sie die Menschenrechte verweigern. Das ist einmal das Erste. Und zweitens habe ich aus der Praxis die Erfahrung gemacht, dass, und das ist mein Eindruck, dass den wirklich Verfolgten gar nicht geholfen wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eben diese iranische Familie, die in Iran zum Christentum konvertiert sind. Der Vater wurde darauf hingerichtet. Die Familie ist in ein anderes islamisches Land, was Nachbarland ist, geflüchtet. Dann hat diese Familie uns gefragt, ob wir helfen können. Wir haben die CDU gefragt, ob man dieser Familie Asyl geben kann. Und ich habe das schriftlich, können wir nachlesen. Leider können wir dieser Familie nicht helfen, weil kein Bezug zu Deutschland besteht. Und ich könnte jetzt ganz viele andere Fälle, wenn Sie wollen, aufzählen. Und denen wird nicht geholfen. Und da finde ich, ist es schon fatal. Die Jesiden und die orientalischen Christen haben keinen eigenen Staat mehr in der Region. Und eigentlich müsste man diese Leute bevorzugt aufnehmen und die islamischen Länder und die Golfstaaten dazu verpflichten, dass sie ihre Glaubensbrüder aufnehmen. Ja, trotzdem, ich würde gerne noch mal hier in Deutschland bleiben, Herr Steinberg. Wo sagen Sie, gäbe es eine Möglichkeit, dass man den Islam insofern, dass wir hier miteinander leben können, nach unseren Grundwerten? Geht das überhaupt? Selbstverständlich geht es. Wir haben 4,3 Millionen Muslime hier leben. Mhm. Und selbst wenn es stimmt, dass diese 40.000 Islamisten nun Ehrenmorde begehen und gewalttätig sind, dann ist das Problem immer noch beherrschbar. Letzten Endes ist das allerdings eine innermuslimische Debatte. Ich glaube, dass wir, wenn wir über die großen Probleme reden, dann müssen wir zunächst einmal darauf schauen, ob wir vielleicht Akteure hier im Land haben, die problematisch sind und einwirken. Und ich glaube, die haben wir. Wir haben den saudi-arabischen Staat, der sich jetzt als Partner anbietet. Wir haben den türkischen Staat, der sich schon seit Jahren als Partner anbietet, obwohl er immer weniger Partner wird. Wir haben solche Akteure wie die Gülen-Bewegung aus der Türkei, die jetzt auch immer aktiver wird. Und da, glaube ich, müssen wir zunächst mal aufpassen und schauen, dass wir nicht Muslimen ihren freien Raum hier, ihre freie öffentliche Sphäre verbauen, indem wir auswärtige Akteure hereinlassen, die behaupten, Teil der Lösung zu sein, aber Teil des Problems sind. Ich glaube, dass die beste Variante ist, wenn man wirklich eine muslimische Reform haben will, dass man einen freien religiösen Diskurs zulässt. Das machen wir hier in Europa ganz generell. Aber ich glaube, dass wir auch Bildungsstätten dafür brauchen, an den Universitäten für Muslime. Nicht islamwissenschaftliche Lehrstühle, sondern theologische Lehrstühle, die auch so ein bisschen dieser Pluralität der gesamten Szene Wirkung verschaffen. Wir müssen uns auf jeden Fall härter formulieren. Ich finde, es muss vollkommen ausgeschlossen sein, dass Saudi-Arabien hier auch nur eine Moschee finanziert. Der Wahhabismus ist eine Verachtungsreligion. Die Türkei ist das größere Problem in Deutschland als Saudi-Arabien. Die Türkei ist das größere, in der Fläche betrachtet größere Problem, aber wenn wir über Radikalismus reden, naja, mein Bündnispartner ist... Aber Deutschlands Bündnispartner, und ich glaube, da müsste auch gar nicht so naiv denken. Trotzdem kann man Ihnen sehr deutlich sagen, eure Moscheen sind hier nicht erwünscht. Aber das ist eben, glaube ich, das große Problem. Also wenn wir uns das global mal betrachten, diese Krisenherde, die ja, also was sind die Fluchtursachen? Das ist ja eine zentrale Frage. Da ist natürlich schon ein ganz klarer Grund dafür, dass viele Menschen hierher kommen müssen, dass überhaupt Terrorismus gedeiht, dass da ein Nährboden für Terrorismus entstehen kann. Es ist natürlich, dass da eine große Frustration vorherrscht in diesen Ländern, was damit zu tun hat, dass es auf der einen Seite arabische Regime gibt, die furchtbar schlecht regieren, die korrupt sind, aber dass das oft auch unsere Bündnispartner waren. Also dass wir mit den schlimmsten Despoten und Diktatoren gemeinsame Sache gemacht haben, solange sie pro-westlich eingestellt waren, dass wir dann aber im Namen von Menschenrechten einmarschiert sind, um unsere eigenen Interessen zu verfolgen. Und diese Doppelmoral, das wird natürlich dort registriert. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass sich der Islam nicht reformiert. Nee, das ist keine Entschuldigung, aber es zeigt, warum es diesen Nährboden gibt für Terrorismus, der ja nicht religiös begründet ist, sondern der in erster Linie etwas mit Frustration zu tun hat. Aber das wäre ja dann noch umso mehr ein Grund, sich zu reformieren. Also ich verstehe eins nicht am Islam. Als das Christentum so alt war wie der Islam heute, also 1430 Jahre, da gab es schon reformatorische Bewegungen. Mhm. Luther kam später, aber es gab Jan Hus, es gab John Wycliffe in Großbritannien. Und ich frage mich, warum unter Bedingungen heute, die eigentlich viel einfacher sind für Reformatoren,
dieser Islam sich nicht schon längst viel mehr reformiert hat. Oder die Reformatoren, ich zähle sie ja dazu, nicht viel wirkmächtiger sind. Ja. Die Frau James, können Sie das beantworten? Ja, also ich glaube, es liegt einfach, die christlichen Reformatoren hatten es auch ein bisschen einfacher. Jesus hat nie Gewalt gelehrt. Die wurden noch verbrannt. Ich meine es im theologischen Sinne. Ja. Ja. Naja, um eine Reform zu begründen, wenn man Jesus hat nie Gewalt gelehrt oder ausgeübt, Mohammed hat Gewalt gelehrt und ausgeübt. Und ich denke, das ist schon ein sehr großer Unterschied in den Religionsgründern. Wäre es denn hilfreich für die Reformation des Islam, wenn von uns, Sie haben ja gesagt, bestimmte Bündnispartner müssen wir strenger umgehen, aber wenn auch von den Muslimen hier viel klarer das, was ja auch Frau Klöckner jetzt sagt, die brauchen eine Gebrauchsanweisung und die brauchen so eine Hausordnung. Würde das denn helfen? Das glaube ich sehr wohl. Also ich glaube, die Integration muss verpflichtend sein für die Menschen, die hierher kommen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wer die Menschenrechte verweigert, der soll wieder zurückgeschickt werden, gerade bei den Flüchtlingen, die jetzt kommen. Ich glaube aber schon, dass wir dazu neigen, Probleme zu kulturalisieren und das auf eine Ebene jetzt transportieren, also dass wir allein den Islam problematisieren. Natürlich, ich bin d'accord, dass es da auch so eine Art theologische Krise gibt, aber wie es Peter Ustinov immer so schön gesagt hat, Terror ist der Krieg der Armen und Krieg ist der Terror der Reichen. Also es gibt schon globalpolitische Zusammenhänge, die dazu führen, dass eine Region jetzt völlig instabil geworden ist. Und die dazu führen, dass aber, es eine aber, das hat aber Krise nichts mit Zwangsheirat zu tun. Nee, wenn hier ja, wir tun ja so, als ob überall auf der islamischen Welt Zwangsehen stattfindet. Aber es gibt 60 Millionen Kinder heiraten auf der Welt. Es gibt ein Problem, zum Beispiel auch in Indien, da haben sie Massenvergewaltigung, worüber diskutiert wird. Es gibt auch in Deutschland Probleme mit der Gleichberechtigung. Also in einer Region, die krisenhaft ist. Aber es hilft ja nicht, wenn man über ein Problem redet, auf das andere zu schauen. Nur wenn wir autokratische Regime haben, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dort auch Schwache und Arme unterdrückt werden, dass da eine Diskriminierung von Minderheiten und von Frauen gibt, größer. Aber warum? In einem Land, wo es Bildung gibt, wo es stabile sozioökonomische Umstände gibt. Ehrenmorde und Zwangsverheiraten gibt es ja auch hier in Deutschland. Ja, aber die gibt es auch eben, es gibt auch Familiendramen, die jede Woche in der Zeitung stehen und es gibt auch Ehrenmorde und in nicht muslimischen Kontexten. Ich verstehe es jetzt nicht. Natürlich gibt es auch Christen, die ihre Frauen ermorden, überhaupt keine Frage. Aber das Problem der Zwangsheirat und der Ehrenmorde ist ein muslimisches Problem. Warum sagen Sie nicht, das lehne ich ab und da... Das habe ich schon tausendmal getan. Also das, was ich ganz klar sagen möchte, Sie zeigen jetzt immer mit dem Finger auf die anderen. Der Ehrenmord ist kein muslimisches Problem, weil der Ehrenmord im Islam nicht angelegt ist. Also es gibt so viel aus den Quellen des Islams. Ja, machen Sie auch ein bisschen einfach, oder? Nee, es gibt keine einzige Stelle im Koran, wo Sie den Ehrenmord ableiten können. Darum geht es nicht, ob es so eine Stelle drum gibt. Sie finden für alles eine Stelle und eine Nichtstelle im Koran. Ja, aber es gibt Ehrenmord in Sizilien, im Libanon, es gibt Ehrenmord unter Christen, es gab lange Zeit Ehrenmord unter Katholiken. Also das ist der Kausalzusammenhang ist nicht da. Ja. Dass Sie jetzt natürlich da was sehen, also dass es zwei Dinge gleichzeitig passieren. Unter Muslimen gibt es viele Ehrenmorde. Da sage ich, schauen Sie sich mal an, wie ist die Analphabetenrate dort, wie ist die Bildungsrate der Frauen, wie ist die sozioökonomische Struktur. Ja. Und das hat viel miteinander zu tun, oder? Okay, Sie noch kurz dazu und dann haben wir nämlich noch bald am Ende der Sendung. Also es gab den Begriff Ehrenmord nicht, aber die Praxis. Und Prophet Mohammed hat selbst dazu aufgerufen, zum Beispiel Menschen zu töten, wenn sie den Islam ablehnen. Sahih al-Bukhari, Vers 3017, Nummer 3017. Ganz klar hat Mohammed gesagt, wenn jemand den Islam verlässt, soll er getötet werden. Das kann jeder nachlesen, dann weiß auch jeder, wer gelogen hat. Also nicht authentisch. Das können wir jetzt nicht mehr lösen in den letzten anderthalb Minuten, die ich gerne nutzen würde, um noch mal ganz kurz mit Ihnen nach vorne zu schauen. Herr Steinberg, denken Sie, dass die Flüchtlinge eine Chance sein können, den Islam wirklich zu reformieren? Wie und was muss da jetzt konkret schnell auch von der Politik geschehen? Ich glaube überhaupt nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Diese Flüchtlinge, die werden genug damit zu tun haben, ihre Probleme, die sie mitgebracht haben aus Syrien, aus Afghanistan, zu verarbeiten und dann hier vielleicht irgendwann mal einen Job zu finden. Das wird schwierig genug bei diesen ganzen vielen jungen Männern. Wenn wir über Reform des Islam oder überhaupt des deutschen Islam reden, dann müssen wir uns an diejenigen wenden, die schon eine lange Zeit hier sind, die an den Unis studieren, die da schon eine Grundlage
haben. Aber ansonsten sehe ich da tatsächlich keine Verbindung. Eine der wichtigsten Aufgaben für die Politik ist einfach zu verhindern, dass die Konflikte, die wir ja schon sehen, im Moment noch einmal zunehmen. Also sprich, einen Anschlag verhindern, um damit ein Anwachsen von islamkritischen Ressentiments zumindest zu vermeiden, vielleicht so ein bisschen das Ganze zu reduzieren. Ganz kurz und zum Schluss noch, Frau James, wann denken Sie, können Sie wieder so leben und so reisen, ohne geschützt werden zu müssen? Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Und das sagt mir auch die Polizei. Sie können mich vor den Islamisten nicht schützen. Vielen Dank, Frau James, Herr Steinberg, Herr Bittner, Frau Hübsch. Vielen Dank für die Diskussion. Nächste Woche ist mein Kollege, da sind Sie, mein Kollege Alexander Kähler für Sie da. Bis dahin. Tschüss. Thank you.